Ich bin in einer Facebook-Gruppe mit Unternehmerinnen drin und da habe ich eine kleine Umfrage gestartet, ob denn innerhalb der Gruppe die Frauen das Gefühl haben, dass es schwierig ist, mit dem Partner in der Paarbeziehung über Geld zu reden. Einige sagten, ja, es ist schwierig, viele sagten aber, sie können schon über Geld sprechen. Eine Frau hat mir geschrieben, dass ihr Mann zum Beispiel ständig pleite ist und sie ist sparsam. Und sie meinte, ja, sie sprechen schon dann über Geld und finden auch offensichtlich Regelungen, aber er kann und will nicht lange ein Haushaltsbuch führen, damit er weiß, wo sein Geld hingeht. Also er entzieht sich dem immer wieder. Und sie ist total genervt deswegen. Und sie kriegt es nicht hin, im Grunde, dass er sich diszipliniert. Und er will sich nicht disziplinieren. Was macht man denn dann in so einem Fall? Ich meine, als Frau kann man ja dem Mann nicht sagen, du machst das jetzt so und er macht es dann gleichzeitig. Nee, ist ja auch keine Erziehungsveranstaltung. Ja, eben, so genau. Muss sich entsprechend differenzieren. Man muss sagen, okay, wenn du nicht das so machen willst, dann sagen wir mal, trennen wir unser Geld anders. Eine halbe Regelung, ne? Mhm. Von den Einnahmen kriegt jeder die Hälfte, was er damit macht, ist sein. Genau, dann gibt es eben noch, jeder hat noch ein Extrakonto. Zum Beispiel, So. Und dann kann er so pleite sein, so oft er will, man hat nichts damit zu tun. Ne? Ja. Also früher war es ja ganz schlimm, dass aus Liebe dann ja noch Bürgschaften unterschrieben wurden. Ne? Genau. Das gibt es heute hoffentlich weniger. Ja? Das hoffe ich auch. Und dann hat so mancher quasi lebenslang mit Schulden entstanden. Genau. Oder heute müsste sich nach 7, 8 Jahren entschulden. Genau. Bürgschaft ist ganz klar partnerschaftlich. Ja. Und aus Liebe ist das Liebesgeld. Das wäre ein heißer Umgang mit kühlem Geld. Das ist schräg. Und das ist, und führt ins Verderben, hat viele Frauen ins Verderben geführt. Ja. Mit kühlem Geld muss man kühl umgehen, da beißt keine Maus den Faden ab. Und die Romantik mal außen vor lassen. Ich will nochmal auf den Punkt, wenn ich jetzt als Frau gerne das Gespräch verbessern möchte über Geld, aus den verschiedensten Gründen. Und ich lese jetzt Ihr Buch und finde das auch alles spannend und versuche das auch anzuwenden, nur der Partner zieht nicht mit. Eine Frau in der Facebook-Gruppe hat mir auch geschrieben, dass ihr Mann oder Partner sich den Gesprächen tatsächlich entzieht. Er geht dann. Sie hat sich dann von ihm getrennt, ist schon eine Weile her, aber er ist dann einfach gegangen. Er hat nicht mehr mit ihr darüber gesprochen. Was tue ich denn dann als Frau? Denn in einer guten Beziehung bin ich ja dann darauf angewiesen, dass mein Partner im Grunde mitzieht. Das ist ja keine gute Beziehung, die Sie jetzt beschrieben haben. Okay. Dann verhalte ich mich entsprechend. Also ich kann mich zum Verhalten meines Partners verhalten. Und wenn ich sage, du musst nicht mit mir reden, aber dann ziehe ich Konsequenzen. Okay. Ich mache mein eigenes Konto. Mhm. Ich zahle mein Geld nicht mehr auf unser gemeinsames Konto, weil du redest mich. Ich kann dir nicht vertrauen. Ja. Das heißt, das ist wieder tatsächlich das Reden über Geld zeigt, in welchem Zustand die Beziehung ist. Und dass ich dann mal so meinen romantischen Vorhang mal runternehmen sollte und vielleicht mal nüchtern auf die Beziehung gucken. Naja, also wie gesagt, auf partnerschaftliche Dinge muss man partnerschaftlich gucken und da muss man einen Leistungsausgleich einfordern. Mhm. Egal wer sich da vernachlässigt fühlt oder benachteiligt fühlt, der muss das einfordern. Beim Freundesgeld geht es um das Wohl des anderen und darum, dass es zu einem Ausgleich kommt. Mhm. Und dass man Abmachungen trifft, wo sag mal, was dem einen glücklich macht, der darf den anderen nicht unglücklich machen. Dann, sonst ist die Regelung schräg. Ja. Ja? Und beim Liebesgeld geht es einfach um den Ausdruck der Liebe dem anderen gegenüber. Das schenkt man. Man schenkt ihm nicht, damit er was hat. Man schenkt ihm auch nicht, weil er so fleißig war. Man schenkt ihm, weil einem das Herz überläuft und weil man das geben will, zu ihm hingehen will. Und dann ist es weg. Mhm. Genau, dann ist es geschenkt. Ich sitze hier zusammen mit Michael Mari. Herr Mari ist Paartherapeut und ein Geldversteher. Und wir sitzen zusammen, um in Paarbeziehungen einen besseren Umgang mit Geld zu besprechen, damit es besser funktioniert. Er hat ein Buch geschrieben, Liebesgeld, vom letzten Tabu in Paarbeziehungen. Herr Mari, Sie haben gerade ganz kurz gesagt, einfordern. Ne? In das partnerschaftliche Geld geht es um Einfordern und um Verhandeln. Da stellt sich mir dann auch gleich die Frage der Macht. Geld ist ja auch gleich Macht. Beim heißen Geld, würde ich sagen, geht es nicht um Macht. Beim Freundesgeld auch nicht, aber beim Partnergeld? Weil das erfahren ja auch viele eigentlich Frauen. Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Wenn jetzt die Ressourcen so knapp wären, dass einer nicht überleben könnte ohne das Geld des anderen, dann wäre das so. Aber viele trennen sich ja heute, obwohl sie dann sogar im Extremfall ein Hartz-IV-Fall werden oder alleinerziehend mit zwei Kindern so und so ein Hartz-IV-Fall werden, weil sie sich sagen, bevor ich mir diese schreckliche Beziehung länger antue, ziehe ich lieber diese Konsequenz. Also eine große Macht hat nicht. Macht hat in Bezug auf Liebe und Geld immer der, Macht gibt man dem anderen. Also wenn ich ungeheuer
scharf auf Geld bin, bedürftig auf Geld bin, dann hat der, der das Geld hat, mehr Macht als ich. Wenn ich aber sehr bedürftig auf Liebe bin, dann nutzt mir mal mein Geld nichts, ne? Sondern dann der, der Liebe geben kann, Zuwendung geben kann, der hätte dann die Macht. Also Macht ist ja ein Verhältnis, eine Relation zwischen zwei Personen und nicht einfach ein Faktum, der Geld hat Macht. Mir Geld ist ein Stück Papier, ne? Da legt man auf den Tisch, da kriegt man was für oder nicht. Ein Beispiel aus der Praxis, ein Paar, sie will sich trennen und er sagt, du weißt schon, dass du da nichts mehr habt. Und sie sagt dann zu ihm, das ist schon Geld. Mhm. Ja? Das heißt, er hat keine Macht über sie. Nö, sie ist gar nicht scharf darauf. Sag mal, halt dein Zeug da. Ja. Und er wollte sie halten damit. Ja, Also man kann nicht einfach sagen, Macht ist Geld. Aber wenn eine Frau unheimlich scharf ist auf den Status und das Geld, dann wird sie sich aber meistens nicht beklagen darüber, weil sie kriegt ja dann den Status dafür. Ausgleich oder so. Dafür. Eine andere Unternehmerin hat mir geschrieben, dass sie vor kurzem mit ihrem Mann eine ganz interessante Situation hatte, wo sie so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Die beiden teilen Geld untereinander. Jetzt hatte er geerbt. Das ist natürlich sein Geld. Und er wollte dieses Geld nur für sich benutzen, für was auch immer. Und das fand sie in dem Moment ganz komisch, weil es plötzlich nicht mehr ein gemeinsames Geld war, was geteilt wurde. Das hat sie ganz kurz ins Stocken gebracht und damit konnte sie gar nicht gut umgehen. Was ist da passiert? Wie wirkt sowas auf eine Beziehung? Prinzipiell ist es ja schon richtig, weil es geht ja dann um sein Erbe. Ja. Aber wo es stockt und wo es hakt, ist, dass er klar macht, dass er sie nicht teilhaben lassen will. Und da stockt es dann. Da wird es auch schräg. Mhm. Weil es ist schräg, wenn ich sehr viel Geld habe und mein Partner nicht und ich will ihn nicht daran teilhaben lassen. Teilhaben lassen heißt aber nicht teilen. Nicht halbe-halbe oder so, sondern teilhaben lassen. Keine Ahnung. Ach komm, ich zahle den Urlaub, ich habe gerade geerbt oder irgendetwas. Ne? Also wo man merkt, da ist er jetzt nicht nur an seinem Wohl interessiert, sondern auch an meinem. Meinem, okay. Und wo es vom Gefühl her auch einen Ausgleich von Geben und Nehmen dann gibt. Aber in dem Fall scheint es wohl so zu sein, dass sie den Eindruck hatte, na, jetzt will er das Wohlempfinden nur noch für sich und ich bin gar nicht mehr in seinem Blick drin da. Ja, genau, so ein Gefühl hatte sich bei ihr eingestellt. Ja. So ein bisschen. Also. Oh, wenn das, dann kann man mal den Fall weiterverfolgen. Ne? Theoretisch, ich kenne den Fall ja nicht. Ja. Theoretisch, nehmen wir mal, es ist so. Er leistet sich hier tolle Sachen und sie muss weiter, sagen wir mal, mit ihren bescheidenen Dingen rauskommen und er lässt sie nicht teilhaben. Dann wird auf der Freundschaftsebene in der Beziehung eine Störung passieren. Das heißt, sie wird auch nicht mehr so oft zuhören, wenn er was erzählt von sich. Mhm. Weil das ist ja auch ein Teil haben. Ja, ja. Ich gebe dir meine Aufmerksamkeit. Genau. Ich nehme Teil an dem, was dich bewegt. Ich höre dir zu und so weiter. Da wird sie sich, also es wird eine größere Distanz da. Sie wird auch nicht mehr so an seinem Glück interessiert sein. Mhm. Also da muss man schon gucken. Man sieht, also Geld spielt auf jeder Ebene eine Rolle. Partnerschaftlich, freundschaftlich, leidenschaftlich. Mhm. Und wer so tut, als wäre das nicht so, der macht sich einen vor. Also die Beziehung muss über das Geld bestimmen. Das ist gut, nicht das Geld über die Beziehung. Bestimmen zu lassen. Wenn ich da nicht weiterkomme, hole ich mir dann einen dritten rein, Mediator. Manchmal spielen ja vielleicht auch kulturelle auf jeden Fall, es sollte ein gewitzter Mediator sein und es sollte meiner Meinung nach in aller Bescheidenheit einer sein, der diese drei Geldtypen differenzieren kann. Ja. Sonst geht nämlich so ein butterweiches Gewäsch los, dass man sagt, aber ihr liebt euch doch und dann lasst euch, dann müsst ihr doch auch großzügig sein. Und das sind ganz gefährliche Begriffe. Ja. Also zum Beispiel großzügig und so, ja, das ist so, das kann man so ziehen, ne, da flutscht es wieder zusammen. Man muss schon klar sagen, worum geht es jetzt hier eigentlich? Ne? Soll hier was ausgeglichen werden? Eine Leistung, soll hier einer glücklich gemacht werden oder beide? Oder soll hier der Liebe Ausdruck gegeben werden? Ja, ja. Und wenn ein Mediator diese Differenzierungen drauf hat, dann kann er eben also auch verhindern, dass diese schrägen Argumentationen überhaupt auftauchen. Haben Sie sich das eigentlich ausgedacht, diese Dreiteilung? Ja. Ne? Das habe ich auch woanders noch nie gelesen. Es gibt ohnehin kaum Bücher darüber, wie man gut in Beziehungen über Geld spricht und gute Lösungen findet. Ja, es gibt so Ansätze, aber es gibt auch kaum Bücher, also ich weiß auch keins, wo diese drei Liebesebenen oder Beziehungsebenen unterschieden werden. Man spricht immer nur über die Liebe. Das ist eigentlich genauso Blödsinn. Genau. Es gibt, wie gesagt, es hat nie die Liebe gegeben. Es hat immer partnerschaftliche, leidenschaftliche und freundschaftliche Liebe gegeben. Nur früher war die Ehe eben für die partnerschaftliche reserviert und die leidenschaftliche Liebe hat man ja außerhalb der Ehe gelebt. Ja. Also über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg haben Menschen immer einen Unterschied gemacht zwischen der Liebe in der Ehe und außerhalb der Ehe. Und beides war Liebe.
Und dann kommt heutzutage auch noch die freundschaftliche Liebe dazu, also das Interesse am sogenannten Wachstum, bla bla bla, also am Wohlbefinden des anderen. Ne? Ja. Es gibt nicht ein Liebe und es gibt auch nicht ein Geld in der Beziehung. Das heißt, unsere Liebe ist ganz schön vollgestopft, ne? Ja, die, sagen wir mal, eine Paarbeziehung ist mit immer mehr Aufgaben vertraut worden, wenn man so will. Und dadurch natürlich immer mit immer mehr Ansprüchen belastet worden. Und dann sitzen dann ein paar eben hier, die sagen, oh, bei uns läuft alles gut, wir sind ein super Team und wir lassen auch jedem seine Interessen, also partnerschaftlich gut, freundschaftlich gut, ne? Aber leidenschaftlich, also beklagen dann, dass sie nicht mehr alles drei haben. Die Vorstellung heute ist, ich habe das mal genannt, den Amefi-Komplex, alles mit einem für immer. Ja. Ja, und das ist ja so ungefähr so von der Qualität eine ähnliche Idee wie so einmal die Woche im Lotto gewinnen. Okay, passiert nicht. Oder regelmäßig mein Gehalt. Ihr gibt doch, man kann sich im Lotto gewinnen, sich das als Gehalt ja, auszahlen lassen. Ja, genau, aus einer Rente oder so. Ja. Also das sind hohe Ansprüche. Mhm. Paarbeziehungen sind ziemlich belastbar. Also man geht nicht gleich auseinander. Mhm. Aber Paare können sich auch nicht dauerhaft immer alles geben. Okay. Ist das ein Plädoyer für die leidenschaftliche Liebe außerhalb der Ehe? Warum denn nicht? Das müssen Paare miteinander regeln. Ich hatte ein Paar da war er 75, sie war 42. Mhm. Die kamen wunderbar miteinander aus. Und die saßen dann, kamen nicht zu Gang und kamen nicht zu Wort. Und irgendwann fragten sie mich, ob es denn okay wäre, wenn man sogar auch so andere hätte. Also es ging um die Frau, die wollte einen Lover, weil er nicht mehr am Sex interessiert war. Und als ich dann gesagt habe, dass das ja nun heute reine Verhandlungssache ist und völlig okay ist, dann sind sie happy gegangen und haben das wahrscheinlich auch so gelebt. Yeah. Er war entlastet von ihren sexuellen Wünschen und sie war entlastet von ihren, sagen wir mal, Verzichtsnöten. Und schlechten Gewissen. Und schlechten Gewissen und alles. Ja. Und die können ja trotzdem eine tolle partnerschaftliche Beziehung haben. Also offen reden, nicht nur über Geld, sondern insgesamt, wie die Paarbeziehung aussehen soll, möchte, könnte. Die Themen, die wichtig sind, auf den Tisch bringen. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Michael Mari und bei Ihnen fürs Zuschauen, Zuhören. Kommentieren Sie fleißig und gern und oft und ehrlich. Ich freue mich drüber. Und dann sage ich ciao, ciao, bis demnächst, Ihre Geldfrau.